Herzlich willkommen, Mittwochabend wie immer, Walders Kochwelten, Küchenwalder hier in Bad Vilbel. Herzlich willkommen und natürlich gleich zu Beginn möchte ich nicht nur euch begrüßen, sondern auch im Background den lieben Olli. Lieber Olli, herzlich willkommen wieder. Schön, dass wieder alles so klappt. Und ja, ihr seht ja wieder im Hintergrund, oh Gott, sehe ich heute eins, zwei, dreimal habe ich mich gesehen. Kannst ruhig so stehen lassen. Ich finde es eigentlich, mach nochmal, Olli, damit, guck mal. Ich finde es eigentlich richtig gut. Ich bleibe jetzt heute Abend, den ganzen Abend hier stehen und gucke einfach mal ein bisschen zu, ob der Kerl was schafft oder ob er was kann. Oh, vor allen Dingen hier. Das ist gut gemacht, Olli, gell? Meine Söschen hier, oder? Super, ja, passt. Also, der Kerl im Hintergrund, der guckt, ob ich was schaffe, ob ich alles richtig mache. Und ja, herzlich willkommen an alle. Und hier wieder aus Bad Vilbel mittwochs abends. Ja, ich habe mir heute wieder ein tolles Gericht vorgestellt. Ich bin ein bisschen auf dem vegetarischen, veganen Trip heute wieder unterwegs. Nicht komplett vegan, weil ich hatte ja jemanden da gehabt, den lieben Michael von Michel Simply Me. Der hat mir auch erzählt, dass jetzt bei Honigen drauf geachtet wird, dass da keine Bienen unterwegs sind, also veganer Honig. Ich habe heute Agaven-Dicksaft besorgt gehabt für meine Dressing nachher, weil es gibt heute ein tolles Gericht und zwar, es gibt gefüllte Wirsingköpfchen mit einem Ragout von Hokkaido-Kürbis mit ein bisschen Ingwer und mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebelchen und dazu ein paar Maronen. Damit werden die Wirsingköpfchen gefüllt. Und ich mache ein Carpaccio von bunten Rübchen. So, jetzt habe ich aber was vergessen, Olli. Ich muss mal in meine Kruschelkiste. Du passt einfach ein bisschen auf, dass hier alles passt. Wo habe ich denn das schon wieder hingestellt, Mensch? Oh Gott, ich habe es verbeutelt. Ich habe es echt versemmelt, du. Eieiei, wenn man nicht alles selbst macht, du. Aber so ist halt live. Ich hatte vorhin... Wo habe ich es denn hingelegt? Ach ja. Ich hab's da. Ich muss noch schnell was sauber machen, Olli. Du passt auf, gell, dass nichts passiert hier, gell? Eieiei. Seht ihr, so passiert das. Aber das gehört dazu. Was live ist, ist live und dann gehört es dazu. So, also, gut. Ich hab's. Das hat gefehlt. So, also. Das Erste, was wir jetzt machen werden, ist es lieber Ragout schneiden, weil das braucht am allerlängsten. Ich leg die mal hier drauf. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Olli, zeig mir das mal auf dem Bild. Von vorne von der Kamera, ich möchte das einfach mal sehen, ich möchte das einfach mal genießen hier. Kannst du mal auf die Kamera schalten hier? Boah, super. Okay, also, fangen wir an. Pfanne aufstellen, genau. Und dann schon mal ein bisschen heiß werden lassen. Schon mal etwas Olivenöl mit rein. Dann habe ich hier drei Pfannen, einmal brauche ich ein bisschen was für Pinienkerne und dann für die Wirsingbällchen, die ich dann anbraten werde. Und hier das Wasser für den Wirsing zu blanchieren. Also, jetzt gehen wir hier hin. Hier ist wichtig, dass wir fein schneiden. Ein schärferes Messer nehmen, ich hätte ja mal schleifen können. Ich bin ja eigentlich der Experte drin, aber irgendwie habe ich gedacht, die wären noch scharf genug. Also, alles in feine Würfelchen schneiden. Das ist auch ein Gericht, wieder hier diese ganzen Wirsingköpfchen, die kann man wunderbar vorbereiten. Also hier feine Würfelchen schneiden und das passt natürlich auch sehr, sehr gut, gerade wenn man so ein bisschen Reste hat von Hokkaido-Kürbis. Man kann auch ein bisschen anderen Kürbis nehmen, aber ich verarbeite damit am liebsten. Man kann auch einen Butternut-Kürbis nehmen zum Beispiel oder einen Muskat-Kürbis kann man genauso nehmen. Also fein schneiden das Ganze. So. Damit wir nachher die Köpfchen gefüllt sind, die Wirsingbällchen oder Köpfchen, wie man dazu auch sagt, dass da die Stücke nicht ganz so grob sind. So, dann schneide ich gleich eine Schalotte. Den Ingwer werde ich reinreiben. So, das sollte eigentlich schon reichen. Den Rest hebe ich auf, der wird natürlich nicht weggeschmissen. So, jetzt ein bisschen Schalotte dazu. Auch hier drauf achten, jetzt fein schneiden. Die Reste hier schmeißen wir bitte nicht weg. Die geben wir dann eine Brühe zum Beispiel mit rein. So, dann auch ein bisschen Knoblauch drauf achten, nicht zu viel bitte. Einfach schnell fein schneiden. Damit die Temperatur etwas hoch.
Klassik angehen lassen, das Ganze. Den Ingwer reibe ich gleich. Was wir hier nebenbei auch laufen lassen können, also laufen lassen, sagen wir immer als Köche so ein bisschen, wenn Sachen gleichzeitig passieren auf dem Herd. Ein paar Pinienkerne, die kommen nachher mit aufs Carpaccio drauf, geröstet. So, dann haben wir das schon mal weg. So, und jetzt geht's ans Rübchen schälen. Also oben, unten ab. Ich hoffe, dass sie jetzt auch eine schöne Farbe haben. Jawohl, hervorragend. Weil manchmal passiert es wirklich so, schaut mal, ich lege die jetzt mal nebeneinander, dass sie teilweise gar nicht so, ja, wie hier zum Beispiel. Doch, hier hat man es schön. Schaut mal, wunderschön die Farbe. Hast du die schon mal gesehen, Oliver? Nee. Noch nicht? Die kann man wirklich super als Garnitur auch nehmen. So. Wie gesagt, auch schälen. Nebenbei lassen wir alles gleichzeitig laufen. Und das Carpaccio, das könnt ihr euch auch vorher schon mal vorbereiten. Da könnt ihr die Scheiben einen Tag vorher schon schneiden. Einfach ein feuchtes Zewa-Tuch drauf, ein bisschen Frischhaltefolie drüber. Dann habt ihr da schon mal die Arbeit gespart und nicht immer an dem Abend das Ganze vorbereiten, wenn die Gäste kommen. Olli, du passt ein bisschen auf den Herd auf. Wenn es schwarz wird, sagst du Bescheid. Weil du hast dann den besten Überblick dazu. So. Bitte? Ich lege die Kamera mal in den Hintergrund, kann man dabei. Achso, du meinst, ich kann dann da drauf gucken. Ja, das ist eine gute Idee. Also echt, das gefällt mir richtig gut. Das war eine tolle Idee vom Olli. So, was müssen wir noch machen? Ein paar Kastanien hacken für die Füllung von dem Wirsing. Auch einfach mit einem großen Messer am besten so durchgehen. Gucken, dass es auch relativ fein ist. Und es passt sehr, sehr gut. Kürbis und Marone. So, dann haben wir das zusammen. Dann haben wir das. So, jetzt gucken wir mal hier, was da. Ach, ist da was? Ich stapel das einfach mal um. Dann geht es so ein bisschen besser, dann sieht man das besser. Hinten hoch, Temperatur hier hoch, genau. Jetzt gebe ich ein bisschen Butter mit dazu. Da kann ich auch gleich schon mal hier in die nächste Pfanne für die Köpfchen ein bisschen was dazugeben. So, hier darauf achten, dass die schön anschwitzen. So, dann den klein gewürfelten Hokkaido-Kürbis dazu. Und jetzt einfach so ein bisschen angehen lassen, dass das Ganze auch ein bisschen sämig wird. Schön Pfeffer dazu. Salz. So, und jetzt gehen wir hier hin und bereiten uns den Kopf vor für die Wirsingbällchen. Also hier hingehen, da kann man die äußersten, eigentlich nur die äußersten Blätter dafür nehmen, aber den Rest könnt ihr zum schönen Wirsinggemüse verarbeiten. Und da ist wichtig, dass ihr große Blätter habt und ein scharfes Messer. Nein, das ist schon. Messer ist schon scharf. Ups. So, den Strunk so ein bisschen rausschneiden und jetzt einfach vorsichtig die Blätter abheben, weil die brauchen wir im Ganzen. Das ist kein schönes Blatt hier. Aber das nächste wird wieder schöner. So, vorsichtig einfach so abziehen, dass wir, wie gesagt, hier diese kompletten Blätter haben. So. Auf die Seite stellen, wie gesagt, den Rest, dann könnt ihr schönes Wirsinggemüse machen. Einfach kurz in Butter anziehen lassen, Zwiebelchen dazu, Salz, Pfeffer, ganz hervorragend, passt auch ein bisschen Butter dazu. So, den Kürbis habe ich jetzt hier angehen lassen, dann die Kastanien dazu. Jetzt gehen wir mit der Temperatur etwas runter, lassen das Ganze so ein bisschen ziehen, so ein bisschen Ingwer mit drauf. Passt auch sehr gut zu Wildkraut, dieses Gemüse, wenn ihr das mal machen wollt. So einen schönen Hirschrücken zum Gemüse. Könnt ihr auch ruhig Ingwer dazugeben, also da keine Angst haben. Dafür macht ihr nichts falsch. So, werden das jetzt hier so langsam vor sich hin brät. Gehe ich jetzt hier hin und schneide den Strunk hier bei dem Wirsing raus. Dann natürlich auch hier volles Programm das Wasser. Weil ich will den kurz blanchieren.
stellt euch schon mal kaltes Wasser hin, am besten auch Eiswasser richten. Ich habe dabei vergessen, Eis zu holen, aber dadurch, dass ich es gleich verarbeite, passt es. Und bei der Jahreszeit braucht man sowieso kein Eis. Ist ja kalt genug mittlerweile. Oder gehst du dieses Jahr nochmal in Urlaub oder hast du was vor? Oder? Aktuell nicht geplant. So, also, wie gesagt, das könnt ihr euch vorbereiten, das Ganze mit den Wirsingblättern. Nehmt die äußersten Blätter und dann könnt ihr die super gut vorbereiten. So, das einfach so ein bisschen stehen lassen. Und natürlich wichtig, das Ganze auch probieren. Kann nur ein bisschen Salz dran. So. Was ich jetzt noch mache in der Zeit, noch ein bisschen Frühlingsöl dazu, aber auch nicht so viel. So. So, das ist schon mal das Ragout. Hier drauf achten, dass das Ganze nicht anbrennt. Dahin, das passt. So, und jetzt gehe ich hier hin und schneide schon mal für das Carpaccio die Rübchen. Das heißt also, eine Reibe nehmen, schön dünn. Und wie ich eben gesagt habe, das könnt ihr ruhig einen Tag vorher schon mal vorbereiten. Schneidet euch nicht. Immer gucken, dass sie schön dünn sind. Den Rest zum Beispiel von den Rübchen, da könnt ihr ruhig hingehen, ein schönes Cremesüppchen kochen oder ein Mousse davon kochen. Also nicht wegschmeißen. Es wird in der Küche zu viel weggeschmissen, passt immer noch nicht. Aber jetzt soll es gehen. Jawohl. Hervorragend. So. Jetzt versuche ich noch ganze Scheiben rauszukriegen. So, schaut mal, was eine schöne Farbe. Schön, Olli, oder? Jetzt kommen hier die roten dazu. Jawohl. Am besten, wie gesagt, einen einstellbaren Hobel nehmen. Man kann es auch auf einer Aufschichtmaschine machen. Aber da tut euch keinen Gefallen auf Dauer. Weil es nämlich sehr schwer ist mit der Aufschichtmaschine. Am besten, wie gesagt, so einen Hobel nehmen. Das alles vorschneiden. Dann einfach eine Frischhaltefolie drüber. Und dann habt ihr da schon mal die vorgeschnittenen Navetten oder Rübchen. Auch hier seht ihr die Struktur. Die ganzen Ringen hier. So. Wie gesagt, passt auf, wenn ihr damit arbeitet. Normal gibt es da so einen Schutz. Da passiert nicht ganz so viel. So, das war jetzt schon mal die vorgeschnittenen Rübchen. Das Wasser kocht gleich. Wie gesagt, einmal nur ganz kurz in heißes Salzwasser, in reichlich Salzwasser geben, das Ganze. Und dann einfach nur einmal kurz aufköcheln lassen. So, jetzt kommen wir zur Vinaigrette. Also wichtig hier, ein wunderschönes Olivenöl. Ich muss mal gucken, was er da hinten schafft, der Kollege. So, dann hier ein bisschen Agavensaft rein. Als Süße. Könnt ihr natürlich auch Honig nehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Agavensaft genommen. Ein bisschen weißen, hellen Essig dazu. Das Ganze schön durchgemischt. Dann hier ein bisschen Salz mit rein. Salz. Pfeffer, alles mit rein. Was ich auch noch ein bisschen mache, hier ein bisschen Schnittlauch mit rein. Dann schneiden wir das Ganze richtig fein. Damit es auch nachher auf dem Carpaccio schön aussieht. Also hier drauf achten, dass alles schön fein geschnitten ist. So, das sollte schon reichen. Damit hier rein. Wie gesagt, ich mache immer nur ein Tellerchen. Den Rest, wie gesagt, nicht wegschmeißen. Den kann man nachher in eine Brühe mit reingeben oder sonstiges. So, dann mal probieren. Kann ein bisschen Essig mit rein. So. Also hier, das reicht schon. So, jetzt gehe ich hier hin. Die Blätter kurz blanchieren. Wie gesagt, einmal in kochendes Wasser rein. Einmal aufkochen lassen das Ganze. Und das Wasser könnt ihr zum Beispiel jetzt nicht wegschütten, sondern könnt ihr den restlichen Wirsing einfach mal kurz drin blanchieren. Den könnt ihr euch vorbereiten. Meinetwegen, wenn ihr den nicht am gleichen Abend braucht,
dann wirklich hingehen, den kalt werden lassen, Eiswasser in den Beutel abpacken, dann einfrieren. Dann habt ihr mal nächstes Mal ein schönes Wessengemüse. Ja, noch einen kleinen Moment. So, kalt werden lassen. Wie gesagt, kaltes Wasser, am besten natürlich Eiswasser. Dann auch richtig reindrücken, dass es richtig kalt wird. Auch hier nicht zu lange drin liegen lassen. So, und jetzt gehen wir in der Zeit hin und bereiten schon mal unser Carpaccio vor, damit das Ganze schon ein bisschen mariniert ist, das Ganze. So, auch hier empfehle ich immer ein bisschen unten drunter was zu machen. Der Teller passt hervorragend zu den Rübchen, Oliver. Guck mal, hat die gleichen Kreise wie die Rübchen auch. So. Jetzt geht er hier hin und dann geht's, ja, schön Stück für Stück. Ah, ich glaube, ich mache hier erstmal ein gelbes. So, so. Und da zum Beispiel auch einen kleinen Tipp. Diese Kreise legen könnt ihr euch auch zum Beispiel. Da geht er hin, legt euch die Kreise vor, die nächste Schicht Frischhaltefolie drauf. Man könnte einfach die eigene Schicht, die einzelne Schicht wieder runternehmen. Und habt das Ganze schon vorbereitet, wenn eure Freunde abends kommen zum Essen, dann steht ihr nicht ganz so lange in der Küche. Aber es ist gar nicht so einfach, hier drauf zu achten, dass man hier nicht irgendwie doppelt und dreifach legt mit der Farbe. So. Aber passt. Schönes Farbenspiel, Uli, oder? Sehr schön, ja. Ja. Gefällt mir auch. Habe ich auch so noch nicht gemacht, muss ich auch dazu sagen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich spontan einkaufen gehe. Also nicht spontan, aber ich weiß, dass ich einkaufen gehen muss. Und dann beim Einkaufen entscheide ich, was ich kochen werde. Und da habe ich einfach gedacht, es ist Herbstzeit, Rübchenzeit, da kann man ruhig ein bisschen was machen. Okay, da geht gerade die Butter los. Aufpassen auf die. So. Und dann kann also in der Zeit kann wunderschön das Gemüse mariniert werden. Genau gepasst. Dann machen wir hier nochmal in der Mitte noch ein bisschen was rein. Damit das Ganze schön ausgelegt wird. Und wie gesagt, die Scheiben könnt ihr euch vorbereiten. Jetzt einfach nur eine Frischhaltefolie drauf, die nächste Schicht draufgelegt. Dann habt ihr da alles super leicht vorbereitet. Wenn eure Freunde abends kommen, braucht ihr nur noch die Scheibe einfach auf den Teller legen. So. Gelb und rot, dann passt das auch wunderbar. Hervorragend. So, wie gesagt, die Rübchen auf die Seite tun, da muss man nichts wegschmeißen. So, und jetzt gehe ich hier schon mal hin, damit die schon leicht mariniert sind. So. Gut, jetzt lassen wir es einfach so ein bisschen stehen. Dann wird das Ganze mariniert. Und jetzt gehen wir an den Wirsingkopf. Dann nehmen wir uns jetzt ein Tuch. So, die Butter ist schon zerlaufen. Jetzt holt er das hier raus. Ich mache jetzt nur eins. Auch die Köpfchen könnt ihr euch einen Abend vorher vorbereiten. Das ist also kein Problem, das vorzubereiten. Dann einfach auf dem Backblech oder in Auflaufform. Und dann Frischhaltefolie drauf, vielleicht noch ein feuchtes Zebertuch, damit die auch wirklich schön feucht bleiben. Und auch hier, wie ihr seht, ist wichtig, dass einfach die Farbe stehen bleibt, damit also da die richtig kalt gemacht werden. So, jetzt geht er hier hin. Legt es euch schön zusammen. So, und jetzt geht er hier mit hin und füllt dieses Blatt mit dem Ragout. Mitte rein. Da kann man das wunderschön vorbereiten. Das geht da hin, macht das hier zusammen. So, und wie kriege ich jetzt eine tolle Form raus? So sieht es nicht schön aus. Jetzt nehmt ihr euch einen Schöpfkelle und drückt es hier richtig rein. Richtig reindrücken und es wird ein bisschen Saft rauskommen. Legt euch am besten eine Tüte drunter. Mit dem Handballen da drauf drücken.
So. Schaut mal. So sieht es fertig aus. So, jetzt gehen wir nur noch hin. Und braten es. Vor allen Dingen, ihr seht auch hier, das hält wunderbar. So, einfach nur noch hier hingehen. Anbraten das Ganze. Dann hier die Farbe geben, den Pinienkernen. Dann räume ich hier mal gleich ein bisschen auf. Oder ich gehe mit der Pfanne hier rüber. Olli, sieht man das gut? Ja, oder? So, gut, dann gehe ich hier rüber. Dann sieht man es ein bisschen besser. Und auch hier, das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mehrere Personen habt zu Hause, geht einfach hin, buddert ein Backblech aus oder eure Auflaufform, ein bisschen frische Butter mit drüber. Und dann könnt ihr die zum Beispiel einfach nur in den Ofen reinschieben, damit die leicht Farbe kriegen und dass sie leicht warm werden. Ja? So. Also nochmal Temperatur hochfahren. So, dann nehmen wir das hier weg. Dann auch hier drauf achten, dass die Tellerränder immer schön sauber sind. Weil gerade wenn es so schön gerichtet ist. So. Mache ich hier noch ein bisschen Gewürzsalz drauf. Jetzt drehen wir das Ganze einmal. Und dann ist das Essen auch schon gleich fertig. Also ihr seht, es bleibt wirklich schön zusammen stehen, beziehungsweise bleibt zusammen als Päckchen. Also da keine Angst haben, wie gesagt, richtig in eine Schöpfkelle reindrücken. Die können auch kleiner machen. Und wenn ihr zum Beispiel ein Wildgericht habt, das passt hervorragend zu Wild. Wild ist schon eine schwere Sprache, morgen lernen wir Bus. Und dann einfach hingehen und das anbraten, so ein bisschen Farbe geben, dass es leicht warm wird. Und dann könnt ihr den ganzen zum Beispiel nur mit einem Maronenmus füllen. Ihr könnt auch kleingeschnittenen, angezogenen, also angezogen heißt hier wieder Butterzwiebelchen, ganz feine Streifen von dem Restwirsing zum Beispiel füllen. Das könnt ihr euch super gut vorbereiten. So, ein bisschen Nussbutter, das was jetzt hier entsteht, dieses braune ist eine sogenannte Nussbutter. Daneben darauf achten, dass hier die Pinienkerne nicht ganz dunkel werden. Das reicht jetzt auch schon. So, nochmal hier durchziehen. Die Nussbutter immer so ein bisschen leicht übergießen, damit es auch schön glänzt und eine schöne Farbe kriegt. So, dann hier raus, einmal kurz drauf, abtupfen, hier oben drauf. So, jetzt haben wir die Pinienkerne drauf. Da könnt ihr auch zum Beispiel gehackte Walnüsse nehmen oder gebackene Walnüsse, gebratene Walnüsse. Also es müssen nicht unbedingt Pinienkerne sein. So, jetzt nehmen wir das Ganze noch ein bisschen aus, damit das Ganze auch ein bisschen hübsch aussieht. Ich habe gar nicht so viel da heute. So. Also, das war's schon wieder. So schnell, so einfach ist Kochen. Und zwar heute gab es gefülltes Wirsingköpfchen mit einem schönen Ragout von Hokkaido-Kürbis mit Maronen, da schön Ingwer dazu, Schalotten dazu und ein bisschen Knoblauch dazu. Das Wirsingblatt kurz blanchiert, in kaltes Wasser rein, richtig auf dem Tuch abgetropft und dann das Wirsingköpfchen gefüllt mit dem Ragout und dann einfach ein schönes Schöpfkelle reingeben. Man kann es auch in eine Tasse, dass ihr zum Beispiel eine höhere Form habt. Dann die Rübchen hier, die rote, die gelbe und die weiße, schön geschnitten. Und dann einfach schön drapiert, eine Vinaigrette gemacht. Ich habe es jetzt gemacht mit einem schönen Essig, mit einem schönen Olivenöl und ein bisschen Agavendicksaft dazu. Salz und Pfeffer, mehr braucht ihr nicht, könnt ihr euch wunderbar vorbereiten. Wie gesagt, richtet euch diese Schichten einfach auf den Teller, Frischhaltefolie drauf, nächste Schicht drauf, in den Kühlschrank und dann könnt ihr die wirklich gut runternehmen. Und einfach zack drauf auf den Teller oder den Teller erst umgekehrt auf diese Form drauf und dann könnt ihr es einfach drauflegen. Also viel Spaß damit. Das war's wieder aus Walders Kochwelten, Küchenwalde hier, Mittwochabend in Bad Vilbel. Bis nächste Woche. Ciao.